Ich bin der Patrick. Ich werde euch das Thema schlanke Applikationen für die Cloud mit Spring Boot näher bringen. Und ich habe da so ein bisschen Research gemacht zum ganzen Thema, weil Spring ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und ich will euch einfach mal so auf die Reise nehmen mit den verschiedenen Findings, die ich euch zeigen möchte. Ganz wichtig ist, ich werde euch Zahlen zeigen. Und wie ihr das von jeder großen Firma kennt, so ein Disclaimer oder Safe Harbor Statement. Ich habe Messungen gemacht auf meiner Maschine zu Hause. Das heißt, ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht gleich reproduzieren. Das sind einfach so Zahlen, die indizieren sollen, in welche Richtung das gehen kann mit den Optimierungen, die ich euch das zeigen will. Das heißt eben, diese Zahlen sind auch so ein bisschen ist so eine Andeutung, wie das dann auch eben in echt sein kann. Und wahrscheinlich, wenn ihr das in eurer Umgebung macht, wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Wie immer, Benchmarks müsst ihr immer selber machen, Optimierungen müsst ihr immer selber in Erwägung ziehen. Ihr kennt das Ding. Genau. Also darum eben Warnung, nehmt das nicht für bare Münze und ich kann euch das nicht garantieren, dass ihr es genau gleich haben werdet. Genau. Jetzt ganz kurz zu mir. Ich bin der Patrick, ich komme aus der Schweiz. Wahrscheinlich hört ihr das bereits schon. Ich rede kein Schweizerdeutsch, sondern ich versuche Hochdeutsch zu sprechen hier. Aber halt mit Schweizer Akzent. Ihr wisst ja auch, im Duden gibt es eine Schweizer Sektion für gewisse Wörter, wo es heißt, in der Schweiz spricht man das so und so aus. Also verzeiht mir diese, ja, ich sag mal, diese Stolpersteine, die ich hier habe. Genau. Ich bin unterwegs als Berater. Ich arbeite normalerweise mit Software-Teams, dass sie schneller, bessere Qualität in die Produktion bringen. Ich unterrichte auch an der Fachhochschule in Zürich in einem Software-Engineering-Modul drin, wo ich eben auch versuche, den Studenten auch das Handwerk ein bisschen besser beizubringen. Und ich bin super aktiv in der Community in der Schweiz, das heißt Java User Group, Software-Craft-Themen, agile Themen und so weiter. Genau, das so ein bisschen zu mir. Jetzt, wieso sind schlanke Applikationen überhaupt ein Problem? Warum braucht es diesen Talk? Und ihr werdet ja sowieso herausfinden, Java ist eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Java ist ja was Tolles und Spring Boot natürlich sowieso. Und Spring ist etwas, was mich jetzt auch so seit den letzten 15 Jahren, 16 Jahren überhaupt beschäftigt. Also ich kann auch behaupten, ich hätte in 2007 aufs richtige Pferd gesetzt und ich kann das immer noch jetzt nutzen und natürlich hat sich das ganze Ökosystem auch massiv weiterentwickelt. Genau. Aber lasst uns mal ins Thema reingehen und dann werden wir herausfinden, was müssen wir überhaupt betrachten, was sind so die Challenges, die wir haben und nachher, wie können wir diese Challenges auch lösen und wie kann ich gewisse Dinge vielleicht auch sehr einfach mit einem Quick Win lösen. Wenn wir Applikationen in die Cloud deployen, dann wisst ihr ja, es ist extrem schwierig, wenn es heißt, ihr müsst sagen, wie viel CPU eure Applikation überhaupt braucht. Wer von euch weiß das überhaupt, wie viel CPU gebraucht wird? Wie viel RAM braucht unsere Applikation? Kaum einer weiß es, ohne dass wir sauberes Testing gemacht haben. Wie viel Speicherplatz brauchen wir? Jetzt auch zum Beispiel bezüglich Image Size von Docker Containers oder auch zum Beispiel, welche Technologie soll ich überhaupt nutzen? Das sind so Fragen, wenn ich eine Applikation für die Cloud designe, die ich mir sicherstellen muss, wie das aussieht. Es gibt da natürlich auch Challenges und diese Challenges sind zum Beispiel die, je nachdem, was ihr für einen Cloud-Provider nutzt, dann sind CPU und RAM nicht linear skaliert. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ihr ein bisschen mehr RAM braucht, kann es sein, dass ihr automatisch noch zusätzliche Virtual CPUs benutzen müsst, weil ihr dazu gezwungen werdet, weil Amazon zum Beispiel das einfach vorgibt. Oder? Das kann eine Challenge sein. Und das heißt auch eben, vielleicht will ich sie auch so optimieren, dass ich eben weniger CPU auch brauche oder weniger CPU und RAM kaufen muss. Anderes Thema ist, wenn ich Docker Containers mache, dass ich zum Beispiel Imagegröße beschränken will, weil ich nicht die ganze Zeit will, wenn ein neuer Node hochgefahren wird, dass extrem viel Netzwerktraffic zum Beispiel entsteht. Und dann andere Themen wie zum Beispiel schnelles Startup, zum Beispiel für Functions. Da brauche ich vielleicht was anderes als zum Beispiel eine normale JVM. Oder wenn ich die Applikation stoppen will, dann soll das passieren, ohne dass gewisse Requests verloren gehen. Und dann eben Themen wie zum Beispiel Throughput oder Latenz sind natürlich auch Dinge, die ich unbedingt betrachten muss. Weil je nachdem, was ich für eine Lösung wähle, kann es einen massiven Impact geben auf die Antwortzeiten meiner Applikation. Und das sind Dinge, die wir jetzt in diesem Talk mit verschiedenen Optionen dann auch sehen werden. Das heißt, ich werde mich euch zuerst mal anschauen,
wie die Applikation aussieht, die ich so für Beispielmessungen verwende. Wir ziehen eine Baseline und die Baseline nutzen wir dann für jeden einzelnen Punkt, den ich dann mit euch betrachte, als Baseline, als Vergleich. Also wir vergleichen immer gegen diese Baseline. Und dann schauen wir uns an, wie wir zum Beispiel Java optimieren können, wie wir unsere Spring Boot Applikation optimieren können, also die Applikation selber. Wir schauen uns an, wie können wir Spring Boot optimieren, wie es mit anderen Runtimes aussieht und dann natürlich auch am Schluss noch so meine Conclusions, auch auf die Vorbereitung von diesem Talk habe ich extrem viel gelernt und da werde ich euch auch so ein paar Dinge wissen lassen oder euch daran teilhaben. Und am Schluss zeige ich euch ein ganz einfaches Beispiel, wo ich mit ganz kleinen Tricks schon massiv viel raushole aus meiner Applikation. Jetzt die Spring Pet Clinic, die kennt ihr vielleicht, die ist super einfach. Das ist einfach so eine Art Store, da geht es um Veterinäre, da geht es um Kunden, da geht es um solche Sachen. Es ist einfach so ein Spielplatz für eine Spring- oder Spring Boot-Applikation. Die sieht so aus, ganz einfach auf der Home-Seite. Dann gibt es so verschiedene Seiten, wo man Paging zum Beispiel drin hat. Man hat Formulare und so weiter. Und dann gibt es auch ganz oben rechts noch so einen Knopf, wo man einfach mal so eine Exception produziert, damit man auch so eine Fehlermeldung dann schön im UI sieht. Genau, das ist so die Spring Pet Clinic. Bei der Pet Clinic gibt es auch eine Community. Die ist super cool, weil wenn ich nämlich nicht serverseitig generiertes HTML haben will, wie bei der originalen Pet Clinic, dann kann ich das zum Beispiel anschauen mit AngularJS, zum Beispiel mit Microservices, mit Vadin, mit HTMX und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Implementierungen davon. Also eine sehr coole Sache eigentlich. Aber was ich eben euch sagen will, nein, ich nehme nicht irgendwie so eine komische Pet Clinic, sondern ich nehme die Standard Spring Pet Clinic mit Spring Boot Only. Das heißt eben, dies basiert auf Spring Boot, da drin gibt es ein Cache mit Caffein, Thymeleaf serverseitig gerendertes HTML, Spring Data JPA für die ganze Persistierung und jetzt in meinem Fall habe ich dann H2 für die Messungen gewählt, weil das viel einfacher ist und ich nicht immer die Datenbank wie Postgres oder MySQL neu aufbauen muss, weil das Setting dafür viel einfacher ist. Genau, darum einfach hier die In-Memory-Datenbank gewählt, weil es gibt eben die drei Varianten dafür. Genau. Jetzt will ich euch natürlich eben zeigen, dass ich Dinge optimieren will. Und ihr habt jetzt gesehen, so, was eigentlich so meine Pet Clinic beinhaltet. Eben Spring MVC, Spring Data, Caching mit Caffein und so weiter. Also gar nicht so viel. Vielleicht auch so ein typischer Standard-Stack. Genau. Was ich auch wissen muss, eben mein Technologie-Stack dafür sind quasi Buildpacks. Ich werde euch nachher kurz noch erklären, was Buildpacks überhaupt sind. Aber da geht es darum, mit Buildpacks baue ich meine Docker-Container. Das wird von Spring Boot so zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich ganz normal ein Java 17 drin, Spring Boot 3.1.0. Und dann im Hintergrund, während dem Hochfahren der Applikation, wird eben auch die H2-Datenbank auch noch aufgesetzt mit so ein paar Skripts, dass da überhaupt Daten drin sind. Und wir schauen uns an, Buildtime, Startup-Zeit, Ressourcenverwendung, also das heißt RAM. Wir schauen uns Container Image Size an und wir schauen uns den Throughput an bezüglich auch der Latenzen oder Latenzzeiten mit diesen Percentiles, dass man auch sieht, wie sich die Applikation verhält. Genau, also das ist so unsere Baseline. Spring Boot 3.1. Wichtig, eben als Beispiel dafür, ich nutze Buildpacks von Paketo. Das ist die Technologie, die eingebaut ist und ich finde eben, Paketo ist extrem toll, um Docker-Containers oder Containers zu bauen, weil ich mich nicht darum kümmern muss, wie ich meine Applikation richtig containerisiere. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einfach so ein Docker-File vom Internet kopiert, dann kann es sein, dass eure Applikation mit einem Privileged User ausgeführt wird, zum Beispiel eben mit einem Root-User oder eben gewisse Optimisierungen gar nicht gemacht werden. Und Buildpacks kann auch Dinge wie zum Beispiel Layering und Layers schön umhängen und so weiter, damit auch Layers auch einfach gecached werden können. Also dahinter befindet sich eigentlich ein extrem mächtiges Tool, wo man Containers bauen kann, die wirklich sehr genial und sehr perfekt eigentlich gebaut sind. Es gibt nur wenige kleine Challenges, die man dann vielleicht dann trotzdem noch drin hat. Genau. Jetzt, ich sage immer, ich nutze Buildpacks, damit das Entwicklerteam eben diesen kognitiven Load nicht braucht, um quasi Docker-Containers richtig aufzusetzen. Buildpacks erzeugt mir, und das ist vielleicht hier spannend, man sieht es hier nicht so super gut, ganz oben Dinge wie zum Beispiel das JVM
Parameter, Optimierungsparameter automatisch berechnet werden. Also anhand von den Cores, die im Container zur Verfügung gestellt werden, vom Memory, von den Klassen, die geladen werden, wird da berechnet, wie die ganzen JVM-Parameters gesetzt werden. Das ist mal sicher ein Tool, das extrem cool ist bei den Buildpacks. Das wird immer frisch berechnet, weil ihr wisst, wenn ein Container irgendwo anders deployt, mit anderen CPU- und Memory-Informationen, dann werden ja die JVM-Parameter auch wieder anders berechnet. Ein anderes Ding, was dazu kommt, ist, dass zum Beispiel der Trust Store neu quasi aufgesetzt wird. Die hat immer die aktuellsten CA-Zertifikate mit drin. Und ein anderes Thema, was sicher auch spannend ist, der Benutzer, der eben läuft, heißt hier eben CNB und nicht Root. Also ist ein anderer User, ein nicht privilegierter User, der eben im Container drin läuft. Und man kann eigentlich so sagen, dass quasi die Buildpacks eben Docker-Containers richtig machen. Vielleicht hast du Datenbankzugriff. Oder nicht Datenbank, Filesystemzugriff und dann kommt es wieder drauf an. Oder das ist vielleicht eben das Problem, wenn du quasi etwas reinmountest in den Container rein, dann hast du quasi unten drunter dann, wenn du mit der User-ID 1 unterwegs bist, hast du dann eben Root-Rechte. Und das kann ein Problem sein. Genau, ja. Gut, und das ist eben so, dass ich eben finde, dass eben Buildpacks 1000-mal besser sind als eure Docker-Files bezüglich Layering, weil da auch Magic gemacht wird, um Layers auch umzuhängen, damit die super gecached werden. Und der andere Punkt ist, es gibt eine Buildpack-Community, die eben auch diese Buildpacks pflegt. Und wenn zum Beispiel eine Vulnerability auftaucht, zum Beispiel in Ubuntu drin, also im Base-Image, dann wird das typischerweise in 2 bis 3 Tagen wird das wieder gefixt sein. Und aus dem Internet bekomme ich dann so ein neues Base-Run-Image, das eben von der Community gebaut wird und dann eben zur Verfügung gestellt wird, dass ich das runterziehen kann. Also das heißt eigentlich, wenn die Security-Abteilung dann eben merkt, ups, ihr habt da was drin, das nicht drin sein sollte, dann ist es vielleicht schon gefixt bei Canonical, der Firma hinter Ubuntu. Genau, und das nutzen wir hier mit dabei. Genau, einfach das als Idee und so wie ich eben die Container baue. Und das ist eben auch mit dem Spring Boot Maven Plugin oder mit dem Spring Boot Gradle Plugin bereits mit dabei. Jetzt in der Recherche auf diesen Talk gab es ein cooles Projekt, das heißt eben Spring Boot Startup Report. Da kann ich dann auch Charts generieren, wenn ich mal verstehen will, wie so eine Spring Boot Applikation überhaupt aufgebaut ist, respektive was an Zeit verschwendet wird und wo, wenn ich meine Applikation starte. Und darum eben von Maciej dieses Tool, das ich euch mal empfehlen kann, falls es euch interessiert, weil ihr könnt quasi schöne Reports damit generieren, wenn eure Spring Boot Applikation gestartet ist und dann eben unter /startup-report bekommt ihr so ein HTML-File, das eben euch dann sagt, wie viele Millisekunden zum Beispiel einen gewissen Bereich gebraucht hat. Und eben auf der rechten Seite gibt es diese Lupen und da kann man so quasi eine Art Drilldown machen und sieht das natürlich dann im Detail. Aber diese Ansicht ist gar nicht so die Magic, weil die Magic ist, wenn man ganz nach unten scrollt, ist eben der Flame Graph. Und der Flame Graph zeigt jetzt eben quasi unten in der Linie, wie lange es überhaupt gedauert hat. Und dann sieht man auch so einzelne Bereiche, wie viel Zeit eben es gedauert hat, um eben so einzelne Bereiche halt aufzusetzen. Und da kommt natürlich die Bean-Instanzierung dazu, die Initialisierung zum Beispiel von Hibernate und so weiter und so fort. Also wer das mal so sehen will, ich kann euch das echt empfehlen. Dieser Spring Boot Startup Analyzer hilft euch eben dabei und das kann man einfach so als Dependency mit dazu ziehen, dass man es mal sieht. Genau. Gut, jetzt für unsere Benchmarks will ich euch eigentlich so die Punkte zeigen. Ich messe die Maven Build Time, ich schaue auf die Artifact Size, ich schaue auf die Startup Zeit, ich schaue auf die initiale Memory Usage, das heißt, ich starte den Container und dann so nach 10 Sekunden schaue ich nachher nach, wie viel Memory überhaupt mein Container verwendet. Und unten drunter brauche ich WRK2, um dann eben Throughput und Latenz zu messen. Und ihr seht hier auch, ganz bewusst habe ich meinem Docker-Container 4 Virtual CPUs gegeben. Das ist relativ viel. Vielleicht würde ich das in der Cloud mit weniger CPU machen. Kommt natürlich darauf an, auf was ich optimieren will. Und 1 GB RAM reicht locker für diese SpringPad-Klinik. Genau. Und dann seht ihr auch, wenn ich dann Throughput messe, wird zuerst 2 Minuten Warm-up betrieben und dann messe ich 3-6 Sekunden mit Volllast, wie es dann das Verhalten aussieht. Genau.
Gut. Wenn ich jetzt eben meine Spring Boot Pad Clinic quasi mache und das einfach mit Java 17, aktuellste Version, nehme, dann mache ich nichts anderes als eigentlich so, ich mache Maven, Spring Boot Build Image und dann läuft das Ganze und natürlich wird mit den Build Packs jetzt quasi mein Docker-Container gebaut. Dann starte ich diesen Docker-Container ohne spezielle Parameter, so just state of the art, und wir sehen unten immer das, die Zeile dann mit dem Öhrchen, soll zeigen, das ist unsere Baseline. Das heißt, standardmäßig hat die Spring Pad Clinic 315 MB Bildzeit bei meiner Maschine mit den 4 CPUs und dauert es 30 Sekunden. Ich brauche 280 MB RAM nach dem Startup. Ich habe knapp 4 Sekunden, 4,1 Sekunden habe ich Startup Zeit. Und dann habe ich somit Volllast und das heißt eben 2000 Requests pro Sekunde setze ich da auf und ich kriege da diese 1986 Requests pro Sekunde durch. Und dann sieht man auch so ein bisschen mit den Latenzen, in den 99% habe ich eine Response von 37 Millisekunden bis hoch dann auf 83 Millisekunden für die 99,99%. Genau, weiter wollte ich nicht gehen, ich könnte ja auch auf 100% gehen, aber das ist dann so ähnlich. Wenn ich jetzt überlege, dass ich zum Beispiel einfach eine neue JVM nehme, weil oft gibt es ganz viele massive Änderungen in der JVM drin bezüglich Cloud und Optimierungen, dann kann ich das Ganze einfach auch bauen. Und ich habe es hier oben einfach mal den Build auf Java 20 gesetzt, aktuellste Version. Ich habe dann einen neuen Docker-Container gemacht und starte den einfach mit der Messung. Und ihr seht jetzt schon der große Unterschied, wenn ich jetzt eben Java 20 nehme, dann ist eben mein Image Size bei 351 MB. Die Bildzeit ist ein bisschen weniger, weil die Java 20 ein bisschen schneller ist als Java 17. Memory ist ungefähr ähnlich, Startup-Zeit ist ein bisschen besser und der Rest ist so, ja, man sieht es hier hinten gegen Ende, wird es ein bisschen schlechter. Genau, mit den Werten. Also quasi 99% Durchsatz innerhalb 35 Millisekunden. Sogar ein bisschen besser als Java 17, aber nachher wird es eher ein bisschen schlechter. Genau. Das kann sich aber auch ändern. Und wahrscheinlich wird dann auch bei Java 21, der neuen LTS-Version, auch ein bisschen mehr Fokus auf solche Sachen dann gelegt. Also das einfach zu zeigen, eine neue JVM kann schneller sein. Und die Frage stellt sich ja eben auch, auf was optimiere ich jetzt, oder? Will ich quasi schnell einen Startup haben oder will ich hohen Throughput haben? Das eine eher vielleicht für Cloud-Funktionen, die halt schnell gestartet werden müssen und andere Optimierungen halt für Applikationen, die halt ein bisschen länger leben. Genau. Das wäre so quasi schon mal der erste Unterschied. Also neue Java-Version nehmen. Dann könnte man sagen, ja, es gibt auch gewisse Cheat-Compiler-Optionen, die man wählen kann. Und eine Option ist diese Tiered Stop at Level 1. Da geht es eigentlich darum, dass man den C1 verwendet und nicht den C2 Cheat Compiler. Das heißt, es geht so weit, dass man eigentlich sagt, die ganze Optimierung während der Laufzeit schalte ich jetzt mit dieser Option einfach aus, damit ich den Startup verbessern kann. Und man sieht es auch unten in der Zeit, ich habe quasi 0,7 Millisekunden ungefähr, kann ich an Zeit sparen, wenn ich eben nicht den C2 nehme. Und der C2 kommt automatisch zum Zug, wenn ich eine 64-Bit-JVM habe oder wenn ich eben mehrere CPUs quasi zur Verfügung habe für meine JVM. Und das heißt, wenn ich jetzt das eben runterschraube und sage, ich möchte gerne auf Startup optimieren, dann brauche ich das ganze Optimieren nachher nicht mehr, sondern ich eben nur Fokus auf Startup. Und dann sieht man, da kann man schon einiges rausholen. Aber was man eben auch sieht, ist, wenn man auf Throughput achtet hinten, dann sind das wirklich 9618 Millisekunden. Das heißt, jeder Request in den 99% drin dauert, also nein, in den 99% der Requests quasi gibt es solche, die eben 9 Sekunden und mehr dauern. Und das sieht man auch eben gegen hinten, 10, 11 Sekunden, da wird es massiv schlecht. Und man sieht es auch im Throughput, der ist nicht optimiert. Und wenn ich eben den C2 drin hätte, dann würde quasi zur Laufzeit eben optimiert werden. Genau. Also das wäre so eine Idee, dass man einfach mal da rumschraubt und sagt, ja, meine Applikation braucht eigentlich gar nicht so viel Throughput, aber dafür kann ich vielleicht schneller starten. Eine andere Idee, wenn man jetzt so Richtung Spring geht, sagt man ja vielleicht, Component Scanning ist teuer. Wieso muss ich das bei jedem Start meiner Applikation machen?
Wieso kann ich nicht einfach einen Index-File bauen während der Bildseite und das wird gelesen? Wenn ihr so eine Dependency wie diesen Spring Context Indexer hinzufügt, dann wird genau so ein Spring Components File gemacht. Und das sieht dann eben so aus. Da werden alle Services, also alle Components eigentlich, werden da drin quasi abgelegt. Aber auch alle Dinge zum Beispiel wie Entities, weil Spring macht ja auch Entity Scanning. Und die sind da auch mit drin. Also das heißt, man sieht eben diese Klassen, die eben quasi mit ClassPath-Scanning geladen werden. Und die werden jetzt eben mit diesem Kontextindexer zur Bildzeit in einem Yandex-File abgelegt. Und das wird dann zur Startzeit automatisch genommen, wenn dieses File präsent ist. Und dann wird eben kein Component-Scanning gemacht. Und das heißt eben auch, wenn ich jetzt diesen Spring-Context-Indexer mit drin habe, dann ist es auch schon mal ein bisschen besser. Genau, einfach die Dependency reinnehmen und der Rest ist quasi for free. Da habt ihr schon quasi so ein File drin in diesem Metainf Spring Components File. Genau. Und da merkt man auch eben, Throughput, Latenzzeit sieht ähnlich aus, der Startup ist aber ein bisschen besser. Genau, das ist eigentlich die Idee dahinter. Und sonst ist es ganz normale Spring Boot Applikation. Eine andere Option, die man wählen kann, sind Lazy Spring Beans. Und diese Lazy Spring Beans, das ist einfach ein Property, das man setzt über Spring Main Lazy Initialization, dass man sagt, die Spring Beans werden erst initialisiert, wenn ein Request gemacht wird, wenn die gebraucht werden. Und wenn man eben nur quasi diesen Standard, diese Standard-Property verwendet, dann wird eben Spring Data JPA bereits am Anfang initialisiert. Und darum habe ich für meinen Test gesagt, ja, ich will auch quasi Spring Data Lazy initialisiert haben. Und dann eben der erste Request ist so ein bisschen teurer, sozusagen. Und jetzt sehen wir, eben mit dem Startup sind wir massiv besser, also fast die Hälfte der Zeit. Wir brauchen am Anfang auch, um das Ganze zu starten, ein bisschen weniger RAM. Und nachher eben Latenzzeit oder Throughput ist sehr, sehr ähnlich. Also wahrscheinlich eben auch fast gleich. Oder eben der initiale Request ist ein bisschen teurer und dann ist die Spring Boot Applikation initialisiert und dann ist es eine ganz normale Spring Boot Applikation. Genau. Also das heißt, wenn ich eben auf Startup optimieren will, Lazy-Initialisierung hilft dabei. Ihr wisst aber, Lazy-Initialisierung hat auch Vor- und Nachteile. Eben schnelle Startup-Zeit hilft, klar. Aber ihr müsst natürlich auch sicherstellen, dass die Applikation auch wirklich funktioniert. Weil sonst habt ihr einfach später ein Problem. Und dann gibt es Exceptions, die auf einem anderen Thread basieren. Also nicht auf dem Main-Thread, wie die Spring Boot-Applikation startet, sondern eben auf dem Thread, der den Request bearbeitet. Und das ist eben das Problem, da müssen wir einfach schauen vorher, dass das wirklich funktioniert, dass die Konfiguration auch passt. Genau. Anderes Thema, was bei Spring Boot sehr schnell dazukommt, ist eben Actuators, weil Actuators sind sehr praktisch. Es ist ein super Tool, wo ich schauen kann, wie geht es meiner Applikation, was ist konfiguriert und so weiter, will ich den Log-Level anders setzen von außen mit dem Request. Aber das Ganze kommt mit einem Preis. Und das heißt eben, wenn ihr die Actuators dazu packt, dann seht ihr hier auf dieser Slide, dann haben wir 145 Spring Beans mehr, nur wegen diesen Actuators. Das ist einiges und das bedeutet natürlich auch eben zum Start werden diese Beans quasi erzeugt. Und da kommt das ganze Matrix-Zeugs dazu und so weiter und das ist schon massiv. Und darum eben auch meine Behauptung, wenn ihr keinen Actuator braucht, dann lasst es einfach weg. Ich habe das schon bereits in Projekten gesehen, wo die einfach einen Controller reingemacht haben und da gibt es einen Endpoint Health und der gibt einen Pong zurück, sozusagen. Ja, wenn man es sich leisten kann, wieso nicht? Und man sieht es auch unten eben bezüglich der Startup-Zeit, ist einiges besser, aber man sieht es eben auch hinten. Nachher beim Throughput sieht man es eben auch, dass es massiv besser ist, wenn man eben Actuators nicht drin hat. Eben, man muss bedenken, Actuators messen Dinge quasi zur Laufzeit, damit Metriken vom Tomcat, von der JVM, von der CPU und so weiter quasi da gesammelt werden. Vielleicht auch so Custom-Metriken, vielleicht auch Dinge bezüglich Logging und die anderen Observability-Themen. Das kommt das alles mit dazu und das kostet halt etwas bei unserer Spring Boot-Applikation. Also darum eben meine Behauptung, lasst es doch einfach weg, wenn ihr darauf verzichten könnt. Genau. Ein anderer Punkt ist die Config Location bei Spring Boot. Wenn ihr in der Dokumentation nachlest unter External Configuration, wie Spring Boot hingeht und quasi Konfigurationen reinlädt,
dann habt ihr ja in eurem Projekt drin Application Properties oder YAML-Files. Und da gibt es verschiedene Checks, wo geschaut wird außerhalb von der Spring Boot App und dann innerhalb von der Spring Boot App, wo diese Files dann auch liegen. Und das heißt, es gibt mindestens 8 Checks, wo das File überhaupt liegt. Und wenn ich eben ein Property setze und sage, hey, hier ist das File, exakt da, da kannst du es holen und es gibt keine andere, dann merkt man auch quasi bei der Startup-Zeit, es braucht weniger Checking und darum braucht es auch weniger Zeit zum Starten. Also ich kann das explizit angeben und sagen, das ist meine Konfiguration und nicht eben, wo die Files vielleicht liegen in den verschiedenen Verzeichnissen. Genau. Gut. Anderer Punkt, der betrifft uns mit der Spring Boot Applikation nicht wirklich, aber ich will den trotzdem drin haben in meinem Talk, weil ich finde, das hilft so euch auch grundsätzlich zu zeigen, wenn ihr Applikationen ohne Spring Boot macht, dass es eben wichtig ist, JMX auszuschalten in der Cloud. Da geht es wirklich darum, hey, setzt das, schaltet das Zeugs aus, weil das braucht auch zusätzliche Ressourcen. Eine Spring Boot App wird jetzt nicht einfach so standardmäßig JMX Ports aufmachen, weil das Ganze seit Spring Boot 2.2 bereits ausgeschaltet ist. Aber ihr könnt theoretisch über Umgebungsvariablen vom Buildpack, und dann sieht man es mit diesem BPL, also Buildpack JMX Enabled, könnte ich zum Beispiel diese Ports freischalten. Und natürlich eben auch über ein Property bei Spring Boot könnte ich sagen, JMX soll zum Beispiel für Actuator auch quasi verfügbar sein. Und dann schalte ich das eben mit ein. Genau. Aber eben Spring Boot macht das grundsätzlich nicht, weil Spring Boot braucht Production Defaults und da seid ihr schon mal safe. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das hier zu zeigen, weil brauchen wir nicht oder nutzt uns auch nichts in der Cloud. Genau. Und ihr seht jetzt eben auch, Spring Boot ist extrem cool, weil Spring Boot eben schon Production Defaults braucht. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben Containers mache, und das werdet ihr dann in den nächsten Slides auch sehen, da kann ich auf diese Buildpacks zurückgreifen und jetzt auch meine JVM optimieren. Und da merkt ihr dann wirklich, ist ja eigentlich super cool, was eben Buildpacks hier uns zur Verfügung stellen, ohne dass wir so die Details von Containers überhaupt kennen müssen. Genau. Aber ich zeige euch die Slide nachher nochmals. Anderes Thema wäre quasi Applikationsoptimierung. Und wer kennt das nicht? Wir haben einfach zu viele Dependencies im Classpath drin, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Und bei Spring Boot ist es ja immer so mit diesen Startern. Tolle Sache, oder? Man startet mit einem Starter und dann hat man automatisch die Dependencies, die man braucht. Vielleicht sogar mehr. Kann ich gewisse Dinge rausnehmen. Und darum will ich euch ein Tool zeigen, das ich sehr praktisch finde. Dieses heißt DepClean Maven Plugin. Und ich nutze dies, um herauszufinden, welche Dependencies werden wirklich gebraucht. Weil über Bytecode-Analyse wird geschaut, welche Jar-Files wirklich verwendet werden. Und das DepClean-Plugin macht auch noch so ein paar Tricks. Gewisse Dinge mit Reflection kann es herausfinden, andere Dinge nicht so sehr. Weil es ist nicht auf Spring Boot optimiert. Und das heißt, ich habe halt bei mir im Bild dieses DepClean-Plugin drin. Und wenn man so konfiguriert, dass ihr wirklich unused dependencies drin habt, die quasi direkt sind, kann ich das auch als Buildbreaker verwenden. Also das heißt, mein Build kann brechen, wenn jemand zufällig einfach eine Dependency dazugepackt hat, ohne dass sie gebraucht wird. Das kann man konfigurieren. Und der Report, den wir auf der nächsten Slide sehen, der besteht dann aus Bereichen oder Blöcken, die dann eben aufzeigen, use direct dependencies. Dann haben wir Use Transitive Dependencies und dann unten Potentially Unused Direct Dependency, Potentially Unused Transitive Dependencies. Und ihr werdet jetzt auch sehen, so ein bisschen, man braucht ein Bauchgefühl dafür, dass man zum Beispiel sagt, ganz unten, ich brauche Hibernate Core. Es ist eine Spring Data Applikation. Die 10 Megabyte an Char brauche ich wirklich, sonst geht es nicht. Aber wir sehen eben, dass Hibernate im Hintergrund halt über andere Wege gestartet wird. Ist ja auch ein JPA-Standard. Da gibt es sowas wie Service Loader-Mechanismus, der dann das Ganze quasi initialisiert. Das kann dieses Plugin nicht herausfinden. Andere Dinge, zum Beispiel, die mit dem Actuator geladen werden, können vielleicht auch nicht, mit den Starters geladen werden, können vielleicht auch nicht herausgefunden werden. Und man sieht auch zum Beispiel diese Starters, die sind dann so mit 4 Kilobyte drin. Also ein typischer Starter ist eigentlich nur ein POM-File und der hat dann transitive Dependencies. Und für mich war es so interessant eben herauszufinden, dass ich bei der Standard Spring Boot Pad Clinic Dinge loswerden kann, die ich nicht brauche.
Und das heißt dann eben auch, ich kann zum Beispiel Dinge loswerden wie, ich habe Embedded Tomcat WebSocket, weil wer braucht heute schon WebSocket? Die Dependency kann man automatisch rausnehmen, die braucht niemand. Ich brauche jetzt in meiner Applikation hier kein Jackson, kann ich rausschmeißen. Und zum Beispiel auch, weil ich keine YAML-Konfiguration habe, brauche ich keinen Snake-YAML-Parser. Und noch ein paar weitere Dinge. Das werde ich euch dann am Schluss dann noch zeigen, was da auch noch so rauskommt. Und das heißt, ich kann jetzt diese Dependencies einfach wegnehmen und ihr seht jetzt, jetzt kriege ich meine Applikation runter von 350 Megabyte Image Size von meinem Docker-Container auf 307, sind nur 8 Megabyte. Aber das hat halt einen Impact während des Start meiner Applikation, der schon bereits massiv ist. Oder? Und seht ihr natürlich sehr schön, schon einfach meinen Container zu pflegen und zu schauen, was da überhaupt reingehört. Da verkleine ich natürlich auch security-mäßig den Angriffsvektor, aber eben auch quasi die Größe vom Container. Dinge wie zum Beispiel eben diese Autokonfiguration, wie die gestartet wird, das kann nicht automatisch gefunden werden. Und dieser Spring Context Indexer versteht natürlich dieses Dependency Plugin auch nicht. Und das heißt eben, solche Dinge muss ich halt wissen, was ich da halt an Klassen überhaupt oder an Chars überhaupt dann brauche. Also ein bisschen gutes Bauchgefühl gehört damit dazu. Gut, jetzt seit Spring Boot 3 gibt es ein Thema, das so quasi neu dazugekommen ist. Das ist nämlich dieses Ahead of Time Processing. Das heißt, ich kann meiner Spring Boot App sagen, es soll bereits im Kompilierungsschritt gewisse Dinge erzeugen. Also es werden Klassen erzeugt, statische Klassen, die dann eben zum Beispiel gewisse Konfigurationen ein bisschen anders schreiben. Und das heißt, ich definiere jetzt einfach in meinem Spring Boot Maven Plugin drin dieses Process EOT als zusätzliches Goal. Und jetzt werden Profile und Spring Beans bereits vorbereitet. Das heißt eben, da muss nicht zu Laufzeiten herausgefunden werden, dieses Bean gehört zu diesem Profile und so weiter, sondern ich kann das eben vorher berechnen. Und dieses Process EOT macht das eben genau auch so wie quasi Quarkus oder Micronaut, vielleicht noch nicht so ein bisschen sophisticated wie die, aber die machen jetzt das auch quasi und ist Teil vom Spring Framework, also vom Core Framework. Genau, und ist kein experimentelles Plugin mehr. Genau, und da gehe ich eben hin und damit ich dieses Ahead of Time Processing machen kann, nutze ich jetzt eben Graal VM. Um diesen quasi Build zu machen, damit eben dieses AOT-Plugin dann auch anspringt von Graal VM. Und der erzeugt mir jetzt zusätzliche Klassen quasi im Hintergrund. Und das heißt jetzt auch eben, hier sieht man einen Unterschied. Graal VM jetzt zum einen beim Build unten in der Zeit und dann eben auch das Processing braucht ein bisschen mehr Zeit, aber eben bei der Startup gewinnen wir was. Und dann nachher auch später, weil da gewisse Magic von Spring quasi übersetzt wird in echten Code. Und das heißt eben, zum Startup sind dann eben gewisse Dinge bereits vordefiniert und müssen nicht herausgefunden werden über Reflection und andere Mechanismen. Genau. Vielleicht noch ganz wichtig, oben gibt es auch einen Parameter, diesen Spring AOT Enable True für die Spring Boot App, den gebe ich noch mit von außen, damit die Spring Boot App beim Starten weiß, das Ganze wurde als AOT-Applikation gebaut. Da gibt es auch eben diese zusätzlichen Klassen, die mitgeladen werden während dem Start. Das ist wichtig, das Flag, dass ihr das setzt, weil sonst gewinnt ihr diesen Performance-Boost eben nicht. Genau, also muss man setzen. Gut, anderes Thema. Aber so ähnlicher Bereich. Jetzt geht es so darum, dass wir uns mal anschauen, ja, wie kann ich dann überhaupt die JVM optimieren? Und vielleicht habt ihr J-Link als Tool bereits so im Hinterkopf und wisst, da gibt es was, wie ich meine JVM quasi spezifisch für meine Applikation bauen kann. Und das ist eigentlich so die Idee. Ich will eigentlich jetzt eine spezifische JVM haben, die quasi auf meine Spring Boot-Applikation zugeschnitten ist. Und J-Link könnte ich jetzt theoretisch über die Kommandozeile mit diesen Parametern hier laufen lassen und mir so eine spezifische Java Runtime eigentlich bauen mit den Parametern, die ich übergebe. Oder ich mache das eben über die Buildpacks. Und jetzt kann ich eben über eine Umgebungsvariable beim Spring Boot Maven Plugin sagen, beim Buildpack soll jetzt eben J-Link laufen. Und J-Link schmeißt jetzt standardmäßig gewisse Sachen raus. Und weil ich das ein bisschen besser weiß, gehe ich auch hin und optimiere das. Weil ich sage, hier jetzt mit diesem J-Link-Plugin, ich definiere auch die Module, die meine Spring-Applikation überhaupt braucht.
Und da liste ich jetzt mal alle diese Module auf von der JVM, die eben meine Spring-Applikation benötigt. Die habe ich alle natürlich auch getestet, das funktioniert auch so. Gewisse Applikationen brauchen dann einfach noch ein Modul für Krypto. Den habe ich jetzt hier nicht drin, weil ich den nicht brauche. Und dann sieht man zum Beispiel, Compress-Faktor wurde gesetzt, Header-Files sind entfernt worden, Man-Pages habe ich auch nicht drin, kriege ich automatisch, wenn eine JVM installiert wird, gibt es auch Man-Pages da drin. Ich habe auch Debug-Informationen herausgestrippt. Und jetzt sieht man auch unten, wenn ich jetzt so eine spezifische JVM habe, kriege ich das runter auf 236 Megabyte von meinem Docker-Container-Image. Und das ist massiv. Der Build dauert ein bisschen länger, aber meine JVM ist viel, viel schmaler. Und der Unterschied, eben nur um das eine Flag oben auf True zu setzen, dieses Enable auf True, respektive eben die Module zu setzen, das macht einiges aus. Jetzt J-Link hier hat noch keine Ahnung von JDAPs, das wird im Hintergrund nicht gebraucht. Sonst könnte man rausfinden, was die Applikation an Module wirklich benötigt. Hier muss ich es eben noch von Hand mitgeben. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Improvement dann für später für diese Buildpacks, dass man das auch automatisch herausfinden könnte. Man sieht es auch unten, Startup-Zeit ist besser, weil ich muss weniger JVM starten. Genau, und der Rest ist ungefähr ähnlich. Optimierung über Laufzeit und so weiter. Genau, jetzt seht ihr auch eben, ich mag Spring Boot und ich liebe Buildpacks, weil die nehmen mir so viel Zeugs ab, damit ich es eben nicht von Hand machen muss. Und dann wird es eben dann auch gerade richtig gemacht. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, wir nehmen immer OpenJDK, ja, das ist doch Standard, aber es gab doch da mal was, so dieses OpenJ9. Vielleicht habt ihr auch mal was davon gehört. Die haben da behauptet, so gewisse Dinge wie 42% faster Startup over Hotspot. Ja, aber bei Java 8. Nachher können Sie das Versprechen nicht mehr halten. Das werdet ihr dann sehen. Was Sie aber sehr gut dabei sind, ist quasi Memory Management. Und das ist natürlich extrem gut. Also das ist unschlagbar. Kann sich quasi Hotspot was abschauen. Genau. Meine Idee war so, jetzt will ich quasi die JVM austauschen. Und wenn ich jetzt das eben über die Buildpacks mache, dann sage ich eben quasi im POM drin, hey, ich wähle jetzt den Buildpack für dieses Eclipse OpenJ9, dann wird das installiert. Und weil eben diese Buildpacks nicht Vererbung können, muss ich eben auch sagen, ich nutze unten diesen Java Buildpack. Dieser Java Buildpack fügt dann eben auch diesen Java Memory Calculator dazu und so ein paar weitere Dinge, die noch als Infrastruktur gebraucht werden. Und das heißt eben, ich muss jetzt beide Buildpacks angeben und man sieht jetzt auch unten, Image Size ist ein bisschen besser, Build dauert ein bisschen länger, weil da ein bisschen mehr gemacht wird. Startup-Zeit, fast 3 Sekunden langsamer, aber dann eben, wenn man so Memory anschaut, ist es massiv besser oder man sieht so mit 120 Megabyte weniger RAM quasi nach dem Start der Applikation, das macht schon einiges aus. Genau, da ist es gut. Jetzt könnte man sich überlegen, ja, ich kann natürlich auch OpenJ9 optimieren und ich könnte hier sagen, zum Beispiel ähnlich wie mit diesem Tiered Level at Startup 1, könnte ich sowas machen wie Shared Classes und Quick Start, wo es genau auch darum geht, eben, dass eine Applikation halt schneller startet. Und jetzt seht ihr, anstatt 6,9 Sekunden unten habe ich jetzt einfach noch 5,2 Sekunden beim Startup. Aber man sieht es dann auch wieder hinten, oder? Ähnlich wie quasi auf diese Startup-Optimierung beim Hotspot, habe ich jetzt auch hier 12 Sekunden, 13, 14 Sekunden quasi dann für diese Latenzzeiten mit diesen 99 und so weiter Prozent. Genau. Also da könnte man auch noch ein bisschen dran rumschreiben. Aber man sieht so quasi, das ist genau die gleiche Idee mit dem Quick Start, dass man eben nur den einfachen JIT-Compiler hier wählt. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber wenn wir jetzt da hingehen und da optimieren, könnte ich doch zum Beispiel auch die GraalVM nutzen. GraalVM ist ja eigentlich auch eine JVM und wenn wir kein Native Image machen, dann hat doch dieses Ding quasi einen besseren JIT-Compiler drin. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich nutze jetzt GraalVM und sage, ich nutze das, weil ich eben diesen JIT mag und ihr seht jetzt eben in der Konfiguration eben über dieses Buildpack wird einfach die Community Edition von GraalVM verwendet. Man sieht es im Startup, man sieht es dann eben auch quasi bei den Latenzzeiten,
Also man merkt, da ist mehr Power dahinter. Achtung, hier eben quasi Community Edition und nicht eben quasi diese Enterprise Edition oder jetzt gerade VM3, die eben quasi auch einen besseren Cheat drin haben soll. Gibt es leider noch kein Buildpack dazu, darum habe ich das leider noch nicht ausprobieren können. Genau. Gut. Wenn gerade VM, dann Native Image und ich glaube, ihr kennt das ganze Spielchen. Beim Native Image geht es ja darum, dass meine Applikation in ein Executable gebaut wird. Und jetzt ist es eben auch so, dass beim Buildpack nicht mehr alles benutzt wird, was ich eben mit einem JDK habe, sondern ich kann auch einen kleineren Run-Container nutzen in den Buildpacks. Das heißt eben, ich kriege das runter. Ich habe nur noch wenig Artifact-Size. Das sieht man auch am Image-Size dann vom Docker-Container. Wir haben 10-mal mehr Build-Size. Das ist ganz normal für so eine Applikation. Darum würde ich sowas auch nur in der Build-Pipeline machen und nie lokal auf meiner Maschine. Und dann sieht man auch, RAM ist besser, Startup ist wirklich krass besser, aber eben auch bezüglich dieser Optimierung dann zur Laufzeit, da hapert es noch ein bisschen. Eben, das ist auch die Community Edition und eben nicht diese GraalVM Free oder Enterprise Edition. Genau, aber das kann natürlich perfekt sein, wenn ihr Dinge macht, wie zum Beispiel Functions für die Cloud, schnelle Startup-Zeit und so weiter. Genau, aber eben dafür 10-mal länger bauen. Jetzt gibt es natürlich auch ein Tool, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, von Leuten wie zum Beispiel von Azul, die gesagt haben, ja, wir haben da eine Technologie in unserer Java-Plattform drin und bei Crack geht es darum, dass man eben Checkpoint und Recovery macht. Also das heißt, man macht zur Laufzeit einen Snapshot und speichert quasi den RAM auf die Disk und lädt den beim Starten bereits wieder in JVM rein. Das heißt, wenn die Applikation aufgewärmt ist, kann ich quasi Memory, Optimierungsparameter und alles quasi runterschreiben auf die Disk und beim nächsten Start kann ich das wieder verwenden. Aktuell große Challenge, weil das funktioniert nicht mit Buildpacks aktuell. Für OpenJDK gibt es erst ein Early Access Build und Spring und Spring Boot ist noch nicht ready dafür. Spring und Spring Boot wird ready dafür sein, ab Version 6, also Spring Framework 6 und die zugehörige Spring Boot Version. Weil die Challenge ist eigentlich hierbei, wenn man einen Snapshot sieht, dürfen keine Sockets offen sein. Das heißt, das Spring Framework wird dann magic die Connections oder die Sockets zumachen. Dann wird ein Snapshot gemacht und dann wird das Ganze wieder quasi aufgemacht nachher. Genau. Und das ist die Idee eigentlich dahinter. Kann ich deine Frage nachher nehmen? Genau. Und Crack ist etwas für die Zukunft, was natürlich extrem cool ist, weil die sagen, es dauert eigentlich genauso lange zum Starten, wie ich eben das mit Native Images mache, mit der GraalVM. Jetzt eben Challenges, wenn man das ausprobieren will, wenn man mit Mac oder Windows als Maschine läuft, hat man eben das Problem, dass es genau da nicht funktioniert. Man braucht also wirklich eine virtuelle Maschine mit Linux oder einen echten Linux-Rechner. Und die andere Challenge ist auch, was ich noch sehr unschön finde, ist, wenn man eben den Container selber baut. Eben aktuell gibt es kein Buildpack dafür. Aber wenn man das mit einem Docker-File macht, dann ist so die Challenge quasi, dass man mit privilegierten Rechten arbeiten muss, um den Snapshot zu nehmen, aber auch um den Container zu starten. Und das führt dann eben so zu gewissen Dingen. Und ich glaube, da müssen noch ein paar Dinge dann gelöst werden. Jetzt eben, Azul sponsert das quasi ins OpenJDK rein. Die haben bereits eine JVM, die quasi ein Bild haben, der produktiv ist, das funktioniert. AWS hat auch ein Feature für LAMM, dass die genau das machen. Und eben OpenJ9 hat auch Creo-Support. Und das ist genau dasselbe wie eben dieses Crack. Also das wird spannend werden, vor allem wenn dann auch das Spring-Team mit Spring Framework 6 und dem Spring Boot 3.2 das wirklich dann auch salonfähig macht und wir das dann nutzen können. Weil die machen dann eben so ein bisschen ein paar Tricks für uns, die wir eben jetzt noch selber machen müssen. Genau, gut. Jetzt will ich euch kurz zeigen, wir sind so durch die ganze Liste durchgegangen an Themen. Optimierungsparameter setzen, verschiedene Spring Boot Optimierungen und so weiter. Einfach so als Zusammenfassung nochmals. Jetzt Conclusions kann ich einfach sagen, ich habe herausgefunden, eine Spring-Applikation startet super schnell, wenn sie 4 Cores hat. Mehr braucht sie nicht.
Vier Cores helfen beim Start massiv. Wenn ihr zwei Cores habt oder ein Core, dann geht das. Aber es wäre eigentlich besser, wenn wir sagen, die Applikation startet mit 4 und dann schraube ich die CPU runter. Das wäre eigentlich ideal, weil zur Ausführung braucht es das dann nicht mehr wirklich. Aber der Sweet Spot ist wirklich so bei 4 Cores, die ich meiner Applikation dann gönne. Genau. Wenn ihr nur 2 habt, nicht so schlimm, Startup dauert einfach doppelt so lange. Genau. Dann der zweite ist natürlich auch eben Throughput. Ihr habt es bei meinen Messungen gesehen, es kommt auf die Applikation drauf an. Ihr müsst auch schauen, wie ihr das Ganze optimieren wollt und wie auch das Benchmarking natürlich auch dafür macht. Es kommt extrem darauf an, was ihr für eine Applikation habt. Ob es eine Function-Applikation ist oder auch zum Beispiel eben, ob es eine normale Applikation ist, die länger läuft. Genau, Runtimes könnt ihr natürlich eben auch anpassen, haben wir bereits gesehen. Und es gibt auch Runtimes, wo ihr dafür bezahlt, dass ihr Support habt und dann eben auch die besseren Features nutzen könnt. Also das ist natürlich auch etwas, wo man optimieren könnte. Ich habe hier einfach so ein paar, die mir in den Sinn gekommen sind, auch mit draufgeschrieben, weil die haben wirklich auch zum Teil Spezialfeature und da lohnt es sich vielleicht auch mal reinzugucken. Und wenn man einen speziellen Fall hat, dass man auch da rein investiert. Genau. Und dann eben so andere Ideen, die ich vielleicht noch gehabt habe. Ich könnte zum Beispiel etwas nutzen wie ein Obfuscator. Und ich habe mal rumgespielt mit ProGuard. Und ich habe es hinbekommen, dass ich meine Applikation obfuscaten konnte. Aber eben wegen Reflection, Component Scanning und so weiter, habe ich dann festgestellt, dass praktisch meine ganze Spring Boot Applikation eben nicht obfuscated wurde. Weil ich so viele Exceptions definieren musste, dass sie trotzdem gestartet hat, dass es eben gar nichts bringt. Dann eben Dinge wie zum Beispiel Autokonfiguration, Direktladen über Add-Import hilft natürlich auch. Dann können wir quasi dieses Add-Enable-Auto-Configuration eigentlich weglassen. Und dann habe ich nur die Autokonfigurationen drin, die es auch wirklich braucht. Anderer Ansatz ist dann auch mit Spring Foo funktionale Spring Beans zu definieren. Und man könnte auch sagen, wir könnten die JVM noch mehr tunen. Zum Beispiel eben String Deduplication und solche Dinge. Genau, da gibt es sicher auch mehr Parameter, die man nutzen kann. Genau. Jetzt noch zum Abschluss will ich euch ganz kurz zeigen, wo ihr da einiges rausholt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr macht ein Dependency Cleanup, jetzt in meinem Fall, ich habe 2 Driver entfernt, also für MySQL und Postgres, ich habe Actuator rausgeschmissen, ich habe Jackson rausgeschmissen, ich habe Tomcat WebSocket rausgeschmissen, das hilft schon mal. Ich habe J-Link verwendet. Ich habe die Memory-Parameters immer noch mit diesem Java Memory Calculator berechnet, wie normal auch in den Buildpacks drin. Ich nutze Spring AOT, ich habe Lazy Beans und ich habe auch noch die Spring Boot Config Location fixiert. Und dann sieht das wie folgt aus. Ihr seht oben die Parameter, die ich von außen mitgebe und ihr seht unten quasi, wie das aussieht. Ich habe zwar jetzt mehr Build-Zeit drin, ich habe Startup-Zeit, man sieht es hier, ist extrem krass, mehr als doppelt so schnell und dann gegen hinten sieht es sehr ähnlich aus. Genau. Und das heißt, das ist etwas, was man sehr einfach in die ganz normalen Spring Boot Applikationen mit einbauen kann und massiv an Zeit gewinnen kann beim Startup, falls das notwendig wäre. Gut, das war's mit meinem Talk und Fragen euch. Habe ich was vergessen? Gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten? Falls ja, dann quatsch bitte nach dem Talk mit mir, weil es nimmt mich brennend Wunder, weil ich weiß definitiv, ich weiß definitiv noch nicht alles und ich würde gerne mehr lernen. Herzlichen Dank.